Es gibt keine. Okay, das war ein bisschen gelogen. Es gibt natürlich Nachteile mit NoFap. So, und bevor du NoFap startest, will ich dir, dass du dir diese Nachteile anhörst. Denn du kannst nicht immer im Leben in Situationen gehen, ohne die Nachteile und die Vorteile zu kennen. Also, erster Nachteil. Das trifft vielleicht nicht auf jeden zu, aber du wirst sehr, sehr viel Gewicht zunehmen. Denn wenn du mit dem Xen aufhörst, dann hast du ja sozusagen eine Sucht aus dir rausgetan. Du hast etwas aus dir entfernt. Das heißt, da ist eine Lücke. Dieses Dopamin ist da nicht mehr. Es kommt nicht mehr von dieser Quelle. Und noch eine Sache, die unser Gehirn mit Dopamin verbindet, ist zum Beispiel Essen. Also was macht unser Gehirn? Es versucht sofort, diese Lücke zu füllen. Sofort versucht es, diese Lücke zu füllen. Und bei manchen ist es Essen, bei manchen sind es Zigaretten. Bei manchen ist es Alkohol. Ich werde weiter mit dem Essensbeispiel gehen. So viele werden sich dann vollfressen. Vollfressen, weil Essen gibt genauso Dopamin. Sie werden vielleicht eine Esssucht bekommen. Denn unser Gehirn mag es nicht, wenn Lücken in uns drin sind. In uns sollten gar keine Lücken drin sein. Und dafür wird unser Gehirn sorgen. So, und wenn eine Person nichts davon weiß, dann wird das Gehirn das unterbewusst machen. Das Gehirn wird die Lücken alleine füllen. Ganz alleine. Und genau das sollte nicht passieren, denn dein Gehirn, das kann nicht wirklich negativ und positiv unterbewusst entscheiden. Du selber musst wissen, was negativ und was positiv ist. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du diese Schwäche, also dass dein Gehirn diese Lücke ausfüllen will, zu deinem Vorteil nutzen. Du musst diese Lücke mit etwas Positivem füllen. Oder das wird nur ein Nachteil von NoFap sein. Du wirst ein Gewicht gewinnen. Du wirst mit Zigaretten anfangen. Du wirst Alkohol trinken, wenn du keine Ahnung über diese Lücke hast. Also, am Anfang wird NoFap genau das Gegenteil machen von dem, was bewirken soll. So, NoFap ist auch zum Großteil für mehr Fokus, damit du dich nicht von zum Beispiel Frauen ablenken lässt oder von generell allen Sachen um dich herum. So, und in den ersten 2 Monaten, so bei manchen ist es 1 Monat, bei manchen 2 Monaten, ist es halt das komplette Gegenteil, weil so, du wirst sehr horny sein in den ersten 2 Monaten, da sag ich dir, oder in den ersten Monat, du wirst sehr horny sein und wirst dich leichter ablenken lassen. Definitiv, weil du diese eine Sache nicht mehr machst. Dein Kopf hat sich noch nicht dran gewöhnt. Er ist dran gewohnt, immer diesen Ablass zu haben, wenn du drauf Bock hast. Aber jetzt gibt's das nicht mehr. Also wirst du, wie viele sagen würden, Druck haben. Druck im Sinne. Und ja, der erste und der zweite Monat, die werden vielleicht für die meisten schlimm. So, bei mir war es nur der erste Monat. Danach hat dieser steinharte Fokus schon begonnen. Denn so, sobald diese Phase weg ist, damn, du wirst nur von Energie und Fokus überladen sein. Okay. Bei der Sache bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. So, es beides kommt auf die Situation an. Du bist sehr, sehr überladen. Ich habe Energie wie keine Ahnung was. In den meisten Momenten hilft mir das. Ich kann literally alles machen, ich habe für alles die Energie. Aber in vielen Fällen, so wenn ich zum Beispiel irgendwo sitze, wo ich stillhalten muss oder ruhig sein muss oder mich auf eine Aufgabe konzentrieren muss, die mich eigentlich gar nicht interessiert, dann werde ich schnell abgelenkt, weil ich so viel Energie in mir habe, die ich loswerden will sozusagen. Ich will diese Energie loswerden und sie in etwas reinstecken, wofür ich mich wirklich interessiere. So zum Beispiel, wenn du in der Schule bist und gerade irgendwas abschreiben musst und du gar keinen Bock drauf hast, dann kennst du das doch auch, dass deine Gedanken komplett woanders sind. Und wenn du dann noch zu viel Energie hast, dann kannst du dich auf gar nichts konzentrieren. So, bei mir ist das so. Ich habe viel zu viel Energie. In den meisten Situationen ein Vorteil, aber in den wenigsten Momenten auch manchmal ein Nachteil. Also der letzte Nachteil, deine Standards werden senken. Deine Standards bei Mädchen werden senken. Du wirst auf ganz andere Sachen gucken. Das sage ich jetzt schon mal. So. Ich sage jetzt nicht, dass du irgendwie auf Füße stehen wirst. Nein, habe ich nicht gesagt. Wirst du wahrscheinlich auch nicht so, aber du wirst mehr aufs Detail gehen. Dir werden manche Sachen egal sein an Mädchen und dir werden neue Sachen auffallen. Dich anziehen. Du wirst neue Sachen attraktiv finden. So, und ob das positiv oder negativ ist, musst du selber entscheiden. Aber auf jeden Fall werden deine Standards sinken.
Definitiv, dein Standards werden definitiv sinken. Das waren so bisher die Nachteile, die mir aufgefallen sind. So ich mache NoFap schon seit über einem Jahr. Seit über einem Jahr. Ich glaube, ich bin bei 360 Tagen oder bei 370. Auf jeden Fall seit einem Jahr. Und das sind so die einzigen Nachteile, die mir auffallen. Natürlich, man kann die Nachteile nicht mit den Vorteilen vergleichen. Nicht annähernd. Die Vorteile überwiegen die Nachteile wie keine Ahnung was. Wie keine Ahnung was. So. Aber ja, ich finde, das sollte man wissen, bevor man NoFap startet. Definitiv. The trap, you making it hot. Bro, for the burkin' is fresh out the pot. I've been having nervous, I sleep with a chop. I get off the work and I don't need a clock. I don't need the rib, you know it's a stop. You get on my nerves, I put it on block.